So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und ja, ich habe diesen Part schon aufgenommen, und zwar gerade vor ungefähr 40 Minuten. Und dann ist mein PC-Ausgang, die Aufnahme war weg. Klasse, oder? Egal, ich kann euch kurz erzählen, was passiert. Wir gehen zu Manaphy, sagen hallo. Hallo Manaphy. Oh, Dummy, Manaphy möchte Klaugummi. Das reimt sich. Yay. Und ja, Manaphy freut sich. Und warum sage ich das eigentlich so? Ihr wisst es noch nicht. Oder beziehungsweise, ihr wisst es schon, aber... ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Es ist gerade so ein bisschen meh, würde ich sagen. Wisst ihr, man hat so... Ich habe fast 40 Minuten aufgenommen und dann, bah, ist einfach der PC runtergefahren. Ich konnte die Aufnahmen nicht wiederherstellen. Das hat mich richtig aufgeregt. Guten Morgen, Zero. Hallo, guten Morgen, Manaphy. Guten Morgen, Zero, Darky. Na du, das Skelken hat unsere Namen ausgesprochen. What the fuck? Oh Gott. Ich habe irre Halsschmerzen. Erstmal, weil ich gerade zwei Paar schon aufgenommen habe. Und zweitens, weil ich krank bin. Ja, es ist Sommer. In Anführungsstrichen. Und Zero ist krank. Ich habe sogar, als ich krank war, diese ganzen PMD-Videos aufgenommen. Die, was waren das? Wo ich da diese ganzen Sachen gesprochen habe, da über alles, Trailer, Blies, bla, Mega-Entwicklung, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Diese ganzen Sachen habe ich damit aufgenommen. Und ja, ich müsste auch schneiden wegen Husten und alles. Alles war so schön, so schön, schlön. Das ist schlecht und schön, schlön. Alles klar, Unwort des Jahres. Qua, qua, oh mein Gott, Manaphy, das ist das Meer. Meer? Jawohl, das Meer. Dort kommst du her. Mehr, her, das reimt sich. Oh mein Gott, Darky. Und Zero. Ja, du Statist, geh mal weg. Mehr. Ha, Zero, Manaphy scheint wirklich glücklich zu sein. Ich bin froh, dass wir es zusammen zum Strand mitgenommen haben. Mehr. Ich will mehr. Und so spielt Manaphy und Zero, bis die Sonne unterging. In dieser Nacht... träumte immer noch wie schlecht. Okay, es schwebt beim Schlafen. Okay, nee, es schwebt einfach so. Alles klar. Holy fucking Mofo. Was tut das Ding jetzt? Was tut das Ding jetzt? Okay, es guckt sich das Meer an. Oh, das Meer! Oh Gott, meine Stimme ist weg. Am nächsten Morgen. Hoffentlich hat es nicht irgendwie dumme Ideen gemacht und ist aus dem Fenster gejumpt. Fuck, es ist nicht mehr da, wo es sein soll. Mama, Manaphy! Oh, Zero, was hast du getan? Ich hab doch gesagt, Manaphy soll kein Jackass gucken und nicht von der Klippe springen. Oh mein Gott, was soll man jetzt tun? Wir suchen es am besten ganz schnell. Hallo! Hallo! Okay, ich habe ein Echo gehört. Irgendwo ist es, aber nicht hier. Wir müssen auf jeden Fall weiter, meine Freunde. Auf zum unsichtbaren Bootmobil! Das Ding schnurrt wie ein Shinox. Mega geil. So, los geht's. Wo kann es denn sein? Ich weiß es, weil ich schon gespielt habe. Das ist so doof. Ah, ich hasse es. Ich darf nicht so auf mein Schreibtisch schauen, weil dann geht der PC aus. Ich war gerade auf dem Weg, um Manaphy zu sehen. Wie geht es dem denn? Ich nehme an, Manaphy geht es gut, oder? Oh mein Gott, aus kleiner Jackass geguckt und ist aus dem Fenster gejumpt. Ah, das ist nicht gut, oder? Was? Jackass? Jackass ist nichts für Kinder unter zwei. Was? Schau, Leo, blau, schlau und so. Das Ding ist blau und ihr seid nicht sehr schlau. Fuck, er hat uns gedisst. Weiter geht's. Ah, was machen wir jetzt? Aber blau und schlau war cool. Und die haben jetzt einen neuen Steve. Das ist voll scheiße. Der alte Steve war cooler als der neue Steve. Das ist Manaphy. Hey, Manaphy, alles cool bei dir? Hey, was ist los? Manaphy, was ist los? Scheiße, ist tot. Zero, das Verfallsdatum ist abgelaufen. Ich hab doch gesagt, 17.8. ist Ablauftermin. Ah, oh, ne, es hat nur Fieber. Durchhalt, Manaphy, wir heilen dich wieder irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Fiotau! Oh nein, wie konnte das so passieren? Ihr habt Manaphy gefunden! Ja, seine Leiche. Manaphy ist, ja gut, wie soll man es erklären? Manaphy! Oh mein Gott, es lebt ja noch! Ja, das wissen wir. Wir haben es am Strand gefunden. Da ist es umgekippt. Seine Krankheit rührt wohl von der schwachen, von der falschen Umgebung her. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Manaphy ist ein Pokémon, das im Meer aufwachsen muss. Unsere Umwelt ist völlig anders als das Meer. Darum ist das Kleine krank. Oh, also sind wir schuld daran?
Wie die Dinge stehen, hilft jetzt kein Jammern und Bedauern. Und ja, ihr seid schuld. Wir müssen uns voll auf die Heilung der Krankheit von Manafib konzentrieren. Aber wie sollen wir es heilen? Wie Unkraut. Tau. Guck, ich wusste es nicht. Ich hab's noch nicht gespielt. Das könnte genau das sein, was Manafib zur Krankheit. Genau. Es braucht es. Fiontau. Den brauchen wir also. Hey, Plaudergeil. Wo finden wir denn Fiontau-Zeug, Dingsbumsi? Es gibt Pokémon, die über die Meere treiben. Sie heißen Fionne. Man sagt, dass sie Fiontau herstellen. Soweit ich weiß, ne, ich hab gedacht, die machen Labrastau. Leben die Fionne Westen in einer Gegend, die man Mirakelmeer nennt. Mirakelwip? Oh mein Gott! Auf zur Mayonnaise, Zero! Das Mayonnaise-Meer wurde freigeschalten. Cool, auf nach Mirakel-Dip. Miracle Whip ist ein super Dip. Jö. Oh, los geht's, meine Freunde. Und ja, ich habe jetzt gespielt bei Miracle. Ich war beim Miracle mehr bis eben 18. Das heißt, ja, das alles kenne ich. Der Rest ist mir neu. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir da hingehen, dass Manafi krank ist. Und ja, dass es in diesem Dungeon viele Wasser-Pokémon gibt. Sehr viele. Und ich habe bei meinem Replay, beziehungsweise da, als ich es gespielt habe, mega geile Items bekommen, ne? Ich habe Schockwelle, Donner, alles bekommen. Das werde ich jetzt niemals mehr bekommen. Was ein Barsch war? Oh mein... What the fuck? Ladungsstoß! Staffette sah immer mega heftig geil aus. Keine Ahnung. Der Part war voll cool eigentlich. Ich habe mich voll gefreut, so den hergestellt zu haben. Wie so ein Kind, ich habe es hergestellt. Dann ist einfach gelöscht worden. Das ist jetzt die ganze Anstrengung umsonst. Schon ärgerlich, wenn man sowas hat. Dann verliert man gleich die ganze Motivation, finde ich, ey. Wenn man so sagt, hey, okay, ich hätte jetzt ein paar aufgenommen und habe jetzt den normal gedreht. Das heißt, ich hätte schon zwei. Das wären für 2 Tage Videos und ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber egal, ein Video. Das hatte ich hier noch gar nicht gesehen, als ich hier drin war. Okay. Verwurzler. Alles klar, verwurzel ich erstmal, mein Freund. Du kriegst einen Knirscher ins Gesicht, das war's. Bis man sich beißt den Kopf ab. Dad. Resort Martins. Back. Lila Gummi. Schaufler brauchen wir nicht. Selbst hier gibt es mehr Gummis als Blaugummis bei Manafi, weil ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe keinen einzigen Blaugummi, weil ich muss ja Manafi ein Blaugummi geben, damit es weitergeht, bei der Schrofküste gefunden, Leute. Ich bin da 8-mal reingegangen. 8 verdammte Male. Hab 80 Ebel Schrofküste gemacht und da drinne war kein verkackter Blaugummi. Es waren Grüngummis, es waren Gelbgummis, aber keine Blaugummis. Trifft nicht alles. Zielschuss. Alles klar, dann wirst du angezielt und getötet. Dad. Nein, du willst nicht ins Team. Remoraid. Und du auch nicht. Alabis. Alabis ist ein geiles Pokémon. Das hatte ich damals bei meiner Third Gen Run. Da habe ich das Ding damals gehabt. Perlu, hab's rüber getauscht und hatte ich ein Sangane Alabis. Sanganabis ist die Entwicklung mit Seepferdchen und Muscheln und sowas. Ne, ist ja das Gegenstück davon. Das Defense-lastige Seeschlangen-Dingsbumser. Genau, so nennt sich das. Und ja, yeah, meine Friends. Da war Perlu. Und es ist ein Blaugummi, es ist ein Blaugummi, es ist ein Azurgummi, Leute. Es trollt uns das Spiel. Es gibt keine Blaugummis in diesem Game, außer man kauft sie bei Keckle und so, wie ich es getan habe. Es gibt einfach keinen. Ich habe keinen gefunden. Ich kann mir keiner erzählen, dass es Blaugummis gibt. Das ist rare, das ist... Apropos Rare, Leute. Ich war auch schon am Überlegen, Openings auf meinen Kanal zu machen. Von irgendwelchen Karten. Haltet ihr Bock zu? So Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh-Karten. Die ich einfach mal öffne und Ampelleuchte. Und dieses Ding da, ne? Das ist so übertrieben stark. Landtouren. Man sollte es nicht unterschätzen. Gerade wegen der Attacke Ladungsstoß. Töte es bitte einfach. Dankeschön, Darky. Und ich mach mal eben ganz kurz bei dir den guten Durchbruch an. Nee, das ist falsch. Das ist Darky. Wie gesagt, Leute, ich bin krank. Und ja. Dönerwelle. Nee, Dönerwelle brauchen wir nicht. Nö, Dönerwelle brauchen wir nicht. Daher habe ich lieber Döner oder Schokwelle. Hatte ich ja hier drin. Hatte es so gelernt, aber... Computer sagt nein. Man hat es einfach weggenommen. Eiskalt.
Aber ich merke jetzt schon, ich habe jetzt schon wieder fast 10 Minuten aufgenommen. Die Zeit vergeht einfach wie im Fluge, wenn man aufnimmt, Leute. Das ist krass, ey. Müssen wir mal mit dem PMD spielen, ey. Man labert die ganze Zeit, man labert und rababert und ich habe mein Herz gebrochen. Cool. Oder Mantax! Stimmt an Dönerzahn, vierfach Effektivität und das ist der Damage of Doom. Und du hast ein Remoraid bei dir. Habt ihr den Sprite gesehen von Remoraid? Mega fresh. So. U8. Unter 8 Jahren ist dieses Spiel erhältlich. Wir sind schon auf U9. Wie gesagt, ist. Wir holen noch die Minutenzahl ein, ey, wenn wir so weitermachen. Wir sind jetzt bei 10 Minuten, wir sind bei U8, vielleicht kriegen wir U10, bevor wir U11 sind. Davor sprengen wir uns 80 mal selbst die Luft. Klasse, Daki. Klasse. Was dafür. Wir schneller, wir müssen schneller sein. Komm bitte. Oh, gut. Das habe ich nicht überlebt. Ja! U10. Wenn wir jetzt noch U11 schaffen, vor 11 Minuten, ne, das wäre der Hit. Das wäre der Hit. Oh Gott. Nein! Nein! Verkackter Steinfisch, du! Ich nenne den Stein. Ab sofort heißt Relikant jetzt. Findet Emo. So, findet den Emo, weil er traurig ist, weil er gestorben ist. Es ist nicht findet Nemo, es ist findet den Emo. Ja. Bin jetzt immer. Oh, der macht so viel Damage mit Ladungsstoß. Das ist abnormal, ey. Warum mache ich das nicht? Ball da rum. Warum mache ich wohl. Das ist. Ja. Nee, da kommt schon diese Puppe. Es ist so verdammt unfair, Leute. Das glaubt ihr nicht. Tot, wenigstens das. Und da ist die Treppe. Sprengen wir sie jetzt in die Luft, das wäre echt witzig. So, nicht nochmal rauf und jetzt einfach durch. Dankeschön. So, U11. Und das ist ein Ausdoss. Das ist kaputt. Ein Ausdoss ist kaputt. So, wir haben noch 20 Minuten Zeit, nee, 20 Sekunden Zeit, um die Treppe zu finden, um unsere Challenge zu schaffen. Oh, da ist die Istami. Oh, geh weg, schnell. 8, 7, 6, 5. Boots überholt. Wir haben unsere Minuten-Timer überholt, Leute. Das ist great. Komm, jetzt ist es nur fair, wenn ich einen Belebersamen bekomme. Was für ein Samen? Hier, probier mal. Nichts geschieht. Okay. Schwungsamen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber könnte stark sein. Oder? Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Tot. Top Elixier, Moment. Wäre eine Idee, das zu trinken, oder? Einfach so aus Juxentollerei. Ups. Voller AP. Super nice. So, U13. Ich glaube, U18 ist das Ende hier ungefähr. Dann, aber es geht noch weiter, Mirakel. Oh, Zetra King. Scheiße. Das sind unsere Döner-Attacken leider nicht effektiv, weil Zetra King mag keinen Döner. Zetra King ist eher so der Grieche. Wisst ihr, die essen mehr so Gyros. Oh, Gyros und Döner. Oh, Sidon ist reden. Ah, Sidon redet nur vom Essen. Alle haben Hunger beim Zugucken. Und Liebeskuss. Nein, ich will kein Liebeskuss. Ich will einen Döner. Hör auf, meine Teammitglieder zu treffen. Dankeschön. Das Wort habe ich gesucht. Mirakelmeer. Und du bist ein Vogelfisch. Der Regen macht. Was war das? H2-Absorber oder doppelte Geschwindigkeit? Irgendwie was? Ja, irgendwie cool geleuchtet wie Kaioken oder sowas, wie Son Goku. Mega fresh. Oh, AP-Falle. Und auch die beste Attacke getroffen. Das ist Schicksal. Perlu ist tot und will unser Team. Nein, Perlu, ich hatte damals bei Rubin ein Team. Und meine Rubin-Edition, Leute, die war damals echt heftig. Deswegen, ich habe die, also ich habe den Speicher von meinem damaligen Rubin-Speicher noch von 2005. Mega heftig, ey. Ich hatte fast alle Pokémon. Wir haben, glaube ich, nur 6 Stück gefehlt oder so. Und das waren so Pokémon, die ich einfach nicht mehr erreichen konnte. Das waren so. Was war das? Toxin, ne. Brauche ich nicht. Kugelsack. Nein! 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 Ey! Das wäre. Nein! Ist das böse? Ich habe kein. Wie? Ich habe kein. Ich brauche Siegelbeer, wollte ich gerade sagen. Wie machen wir das jetzt? Gegner sind nicht stark, eigentlich. Ein Ladungsstoß im Raum, das wäre es gewesen. An!
Hör auf. Hör auf! Diese Remoraids, die sind so overpowered, ey. Ich habe 2 Belebers am Schuh verloren. Das sind 1600 Punkte. Ich bin geizig. Meine Tier, bitte Donner. Dönerwelle. Ich will keine Welle. Ich drehe doch nicht an der Welle. Ich will am Dönerspieß drehen. Mann. Oh, reg mich doch nicht auf. Ich mache jetzt genauso weit wie beim letzten Part. Also, wo ich aufgehört habe eigentlich. Ja, noch eine Frage. Ja. Komm. Ja. Lapras. Alles klar, komm, auf 1 Meter. Dankeschön, wo ist gegrillt, mein Freund? Eine Matschfalle. 3 fallen auf einen Haufen, das ist ja wirklich ein toller Streich. Poke, nimm mir mit, komm. Geld stinkt nicht, Geld soll man immer mitnehmen. Austausch, auch geil. Lautstoß trifft alles, habe ich gehört, ne? Ja. Nice. Ist nicht mehr verwirrt, okay. So. 17. Oh, das ist ein Ladungsstoß, der lohnt sich. Klatsch! Klatsch! Level 45 für 0. Nice! So wollte ich das sehen. 2 Pokémon leben noch, aber die werden auch nicht mehr lange leben. Jetzt haben wir da eine Box. Und das. 18. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, hiermit beende ich auch den Part für heute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Wie gesagt, es tut mir leid, dass der Part ein bisschen merkwürdig war, weil, wie gesagt, ich war ein bisschen angespannt und ja, ich hoffe, der nächste Part wird besser. Haut rein, bis nächstes Part und ciao. Euer Zero, over and out.